den passenden Urlaub finden, auf seine Bedürfnisse und Wünsche genau abgestimmt und dabei nicht endlos viel Zeit vergeuden. Das wünschen sich viele und eine Lösung ist nun vorhanden. In Fact Finder Travel von der Firma Omicron gibt es nun eine Suchmöglichkeit, die für Online-Reiseportale entwickelt wurde und die Buchung unkomplizierter und schneller macht. Die Rede ist von der semantischen Suche. Semantische Suche bedeutet, dass die Suchtechnologie nicht nur die Keywords, die eingetippten Wörter irgendwo im Text findet, sondern versucht, die Frage zu beantworten. Also wenn ich sage, über Weihnachten mit meiner kleinen Tochter an einen schönen Strand, dann sind die Fragen dabei, wo ist es an Weihnachten warm? Welcher Strand ist für die Kinder geeignet? Welches Hotel ist für das kleine Kind geeignet? Wo möchte ich da gerne hingehen? Und wenn ich die Keywords Weihnachten und Strand irgendwo im Text suchen würde, würde ich keine vernünftigen Ergebnisse finden. Dann würde ich zum Beispiel den Strand in Italien finden, der über Weihnachten nicht warm ist. FactFinder Travel ist die erste semantische Suche im Online-Reiseportal, die frei formulierte Suchanfragen versteht. Anstatt mehrerer Kategoriefelder gibt es eine Einfeldsuche. Anhand der Eingabe werden passende Domizile und weitere Navigationselemente angegeben. Wir erkennen auch noch dieses Wort Familie oder eben mit Kind oder mit Kleinkind, dass auch Zusatzattribute sehr wichtig sein könnten. Sowas wie Kinderhochstuhl im Restaurant oder ein Kinderbett oder Spielplatz oder Sandstrand. Also Sie möchten nicht mit Ihrem Kleinkind irgendwo an einem Felsstrand spielen, sondern es soll natürlich ein flach abfallender, schöner Sandstrand sein. FactFinder sucht seit 2001 in großen Online-Shops und verarbeitet monatlich über 3 Millionen Suchanfragen. Zur Umsetzung der semantischen Suche wurde die letzten 3 Jahre geforscht und getestet. Studien halfen dabei, die Bedürfnisse des Nutzers umzusetzen. Das Ergebnis, die Suche ist schneller, einfacher und präziser. Wer heute online seine Reise bucht, braucht im Durchschnitt 13 Websites und 9 Stunden, um die richtige Reise zu finden. Nach unseren Untersuchungen verkürzen wir diese Suchzeit auf 1/3. Also wir sparen 2/3 der Suchzeit ein, und zwar gerade den nervigen Teil der Suche. Auch für den Reiseanbieter bringt diese Suchmaschine erhebliche Vorteile. Noch ist die semantische Suche zwar im Testlauf, doch bereits jetzt sind die Anbieter mit der praktischen Umsetzung sehr zufrieden. Wir haben zum einen positives Kundenfeedback, weil es wirklich schneller geht und der Kunde auch findet, was er will. Also Kinderbetten, wirklich WLAN kostenfrei im Hotel. Das sind Dinge, die vorher nicht so auffindbar waren auf unseren Webseiten und die jetzt ganz schnell auffindbar sind. Und natürlich sehen wir es auch an den Zahlen. Also das System wird sehr gut angenommen. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die semantische Suche bietet Antworten, keine Fundstellen. Längere Eingaben sind daher kein Problem mehr. Zurzeit gibt es die semantische Suche nur im Bereich der Touristik, doch bei Omicron arbeitet man bereits daran, sie auch in anderen Geschäftsbereichen einzuführen.